So, was ist hier los? Haben wir jetzt hier mal was? Ah. Okay. Ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ich bin jetzt mal auf gut Glück einfach hier hingegangen, weil das ist, glaube ich, der Ort, wo mir als einziges noch was fehlt, ne? Und ich habe mal geguckt, so, ja, ich gehe mal vielleicht hier hin und weiß nicht, guck mal, ob ich jetzt hier was aktivieren kann. Und ja, kann ich. Nur jetzt bin ich mir nicht genau sicher, was ich hier aktiviert habe. Das schon mal nicht. So, das Ding ist jetzt angehalten, ne? Das ist schon mal gut zu wissen, ne? Und nun. Ist ja voll der Super Boss oder so. Weiß nicht. So, hier fehlt mir auch noch irgendwo. Ey. Ey. Wie komme ich hier hin? Komm ich irgendwie da rein von irgendwo? Keine Ahnung, ich konnte das Ding jetzt anhalten. Ist immer noch rot angezeigt, aber ich konnte das Ding anhalten. Da ist ja schon mal ein Fortschritt, ne? Ach, da bin ich hier die ganze Zeit durch das Fenster angezeigt. Bin mir jetzt nicht sicher, was ich hier aktiviert habe oder gemacht habe, um das Ding irgendwie hier auszulösen oder so, aber gucken wir mal, ne? Schauen wir uns noch mal hier so um. Oh, BD, pass auf. Was habe ich jetzt hier gemacht? Das Ding ist angehalten. Kann ich jetzt hier runter irgendwo? Oh. Davor ist, als könnte ich das voll erreichen. Ne? Ich habe das Ding aktiviert und nun kann ich immer noch nicht hier rein. Und von der anderen Seite habe ich jetzt auf der anderen Seite. Kann ich jetzt von oben irgendwie rein? Wir sind dann so was zum Reingehen. Da 99,8, das ist das letzte Gebiet hier, ne? Wenn ich jetzt hier hingehe, dann habe ich bestimmt da hoch, ne? Kollege, warte, was habe ich hier aktiviert? Hier ist nicht. Ah. Ja, sind so Zeichen überall, ne? Die haben bestimmt auch irgendwie was damit zu tun gehabt, ne? Hallo. Hallo. Ja, ich wollte mal hier vielleicht ein. Oh no. Kann ich hier runter? Nee, ne. Ja gut, wissen wir Bescheid, ne? Gut, jetzt muss ich noch herausfinden, wo diese blöde Kopfgeldjagd ist, ne?
Ich habe eine angenommen, ne? Aber hier wird mir nirgendwo eine angezeigt, den ich angenommen habe. Also, ja, der zeigt mir jetzt hier. Aber wo ist der Kopf gejagt? Hier normalerweise. Warte mal, doch, hier habe ich die angenommen, ne? Genau, hier war dieser Roboter. Also irgendwo habe ich eine angenommen. Zerstörter Mond. Irgendwo. Kollege. Wird doch nicht unter Gerüchte angezeigt. Kopfgeldpack. Ja, den habe ich schon abgegeben, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne? Muss ich vielleicht mal in einem meiner Parts hier mal nochmal nachschauen, ne? Weil irgendwo sehe ich nirgends auf der Karte was. Letzte Gespräche kann ich hier irgendwie. Nicht irgendwie noch weiter nach links oder rechts? Nee, ne? Nö. Fähigkeitenpunkt halten. Boah, Leute. Kopfgeld 1 von. Oder ist halt einfach nur mein Kopfgeldpunkt, der da angezeigt wird, ne? Das ist der. Ich weiß nicht. Ich denke, ich dachte mal, es ist irgendwie. Welche Kopfgelder gerade am Laufen sind oder so. Na gut, aber hier kommen wir anscheinend nicht weiter, ne? Im Moment. Halten wir einen Moment an. Also mach mal kurz in der Story ein bisschen weiter, würde ich sagen. Ne? Ich finde das Kopfgeld nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. Es ist nicht hier auf Kobo. Und deswegen, ja. Gehen wir zur Mantis und gehen mal wenigstens schon mal den neuen Planeten hier. Ich nehme jetzt nicht an, dass der so groß sein wird, ne? Aber wir können ihn ja auch schon mal ein bisschen abchecken, ne? So, aber hier ist nirgendwo eine Kopfgeldjagd, ne? Ich habe ja keine Gerüchte, ne? Also kann ich die auch nicht anzeigen lassen irgendwo. Mal gucken wir trotzdem noch mal. Kobo Coruscant. Weil wenn ich die nicht aktiviert habe, die Gerüchte, dann werden die ja nicht angezeigt auf der Karte, ne? Also. Na gut. Dann müssen wir eine Story weitermachen, ne? Gibt ja nichts anderes, ne? Was wir jetzt gerade machen können dann. Wir reden später. Okay. Dann checken wir mal den Dings ab, als ne? Nächstes vielleicht. So, Nova Garen. Gut, dann gehen wir da hin, ne? Ich werde ja wohl von da aus mal wieder verschwinden können, ne? Wieder wollte ich jetzt nicht so eine. Kurs auf das Nova Garen System. Also was? Lass mir. Warum sieht das hier immer bedrohlich aus? Ich wollte mich mal passend anziehen. Oh mein Gott, ist das hier leuchtend. Schon mal hier ein voll auf Jedi machen, ne? Natürlich grün. Dann seid ihr eigentlich auf dem Kanal. So, einmal. Mal unsere Frisur ein bisschen ändern. Ne? Jetzt wäre dunkler geworden. Gott, ich wollte hier so nehmen will. Noch mal Inia. Die Kameraperspektive ist ganz so komisch. Weiß nicht, auf was für einen Stil ich hier gerade einstelle. Schon sagen, keine Jedi-Hosen. Keine offiziellen Jedi-Hosen. Warte mal so. Ein paar imperiale Funksprüche, nichts Unerwartetes. Okay. Sehr. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können. Aber ich werde Sie vermissen. Kommt diese Narbe her? Ja, schon immer diese Narbe hier am Kinn.
Okay, am Nacken meine ich. Dann schauen wir uns das mal an. Ich hoffe ja, ich kann da von da auf mal verschwinden, ne, und nicht. Aber ich glaube, das Spiel wird einen halt auch sagen, ne, da war beim ersten Teil, glaube ich, ne, wenn in diese Inquisitorenfestung reingegangen bist, ne. Oh, ein bisschen mehr Stimmung, ja. Reese, so meine Zuschauer unterhalten. Nova Garen, Garon. Er sieht schon nach Final Boss aus, ne? Ich meine, wenn man die Inquisitorenfestung im ersten Teil betreten hat, dann hat das Spiel einen noch vorher so gesagt, so hey, hör mal, wenn du da hingehst, dann kommst du nicht mehr zurück, ne? Dann nehme ich mal an. Wie geht's dir? Es ist wieder passiert. Unsere Freunde, unsere Familien sind tot. Ich weiß. Es tut mir leid. Das ist nicht deine Schuld. Aber ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Okay. Ich beschütze die Mantis. Sei vorsichtig. Ich kann einfach nicht aufhören, an Sia zu denken. Ich auch nicht. Ich werde das Pylons nie mehr so sehen können wie früher. Sie hat das Geld vorgestreckt, aber sie konnte es einfach nie besuchen. Und jetzt wird sie es niemals. Tut mir leid, Chris. Ja, mir auch. Ich hätte ihr gern wenigstens einmal alles gezeigt, weißt du. Viel Glück da unten, Kerl. Leute sollen angeblich enttäuscht gewesen sein, hat irgendwie Vader irgendwie Probleme hatte mit Sia. Oder hat sie irgendwie geschafft hat, Vader so ein bisschen zuzurichten. Also, nicht mal zuzurichten, aber überhaupt irgendwie eine Chance gegen ihn hatte, ne? Ich fand, ja, mein Gott. Ich meine, ist jetzt nicht so, als wäre jetzt hier. Ich verstehe, was Leute meinen, aber. Machen wir mal zwei. Damit wir lustig sind, ein, ne? Wenn wir gegen Dings kämpfen, dann laufen wir mit Lichtschwert und was wollte ich, habe schon lange nicht mal Parierstange gehabt. Lass mal mit Parierstange. Und wie tue ich dort vernachlässigen, habe ich so Gefühl. Und ja, ich kann verstehen, was einige Leute meinen, aber ist jetzt nicht so, als wäre es hier offen gewesen, so wer von den beiden am Ende überlebt, ne? Darth Vader hat den Raum betreten und Sia sah jetzt nicht so aus, als würde sie abhauen wollen, deswegen war es schon irgendwie klar, was das einzige Outcome hier sein könnte, ne? Mein Vader ist ganz offensichtlich am Leben nach diesen Events hier, also konnte ja nur Sia irgendwie, ja. Eis, das erinnert mich an Illum. Dass sie jetzt so ein bisschen was ausgerichtet hat, ist jetzt, na, mein Gott. Dafür haben wir noch das Ende von dem ersten Spiel, also hat ja wohl sehr viel mehr irgendwie. Das war ja sehr viel mehr so ein bisschen Fanservice hier für die Star Wars Fans, ne? Ja, natürlich ist jetzt hier einer. Da war so der Moment, wo irgendwie so weit so gut der Fanservice für Vader. Und jetzt ist halt nur so ein kleiner Bonus, ne? So jeder Auftritt von ihm, habe ich so Gefühl. So, irgendein Grund, warum mir alles rot ist. Das ist das Gefühl, er wird zur dunklen Seite überlaufen am Ende des Spiels. Mal schauen. Gut gemacht. Da war schon wieder so ein kleiner Aussetzer. So, das ist immer nur eine Sekunde, aber ist immer so ein ganz kleiner Aussetzer hier. Und ja, ich habe das gesehen. Boom. Warte, stopp. Gut, wieder, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen her, seit ich gespielt habe. Wir müssen ihn finden, BD. Dementsprechend überhaupt noch hier ist. Das hier sieht aus wie dieser Raum, wo der eine Plot Twist von das hier sieht echt aus wie in Knights of the Old Republic, wenn ja in der riesige Plot Twist hier passiert, den jeder kennt, der das Spiel gespielt hat. Da man auch irgendwie so viele Räume, man trifft so Malak und er erzählt einem dann so einige Wahrheiten über das Spiel. Und ja, sieht genauso aus wie dieser Raum. Was ist das hier? Priorit. Wie viele von den Dingern sind noch übrig? Warte mal, Priorit hier. Okay, habe ich schon gewundert, weil ich glaube, ich habe den ganzen Planet von Kobo ja abgegrast mir nach den Dingern. So, wir werden mal auf Anhieb alles finden, damit ich hier nicht immer extra noch mal rumrennen muss. Immer
Ne? Der Planet kann ja nicht so groß sein, ne? So, eine Sekunde. Hallo? Schon eine Sache fast verpasst. Also ja, das sieht ja aus wie dieser eine Ort, wo der riesige Plot Twist hier gedroppt wird. Vom Malak. Knights of the Old Republic. Star Wars Knights of the Old Republic. Boom. Inquisitoren-Lackierung, oh man. Ja, es bot irgendwie ein Inquisitor. Hat er auch nicht irgendwie einen Arm irgendwie? Ne, da war Grease. Weil Inquisitoren sind ja immer irgendwie daran zu erkennen, dass denen irgendwie ein Körperteil oder so fehlt, ne? So werden die ja zu Inquisitoren, ne? Die müssen irgendwie ein Körperteil abgehakt werden, damit die irgendwie ihren Job ernst nehmen oder so, ne? Irgendwie so was. Kann mich nicht erinnern. Hatte Boat irgendwie was? Aua! Entschuldige, was? Wo kommt da noch vorbei her? Du, komm her. Oh, was? Ich hatte eigentlich vor, dich da. Irgendwas sagt mir, dass das nicht irgendeine imperiale Basis ist. Oh, das ist eine Inquisitorenfestung, ne? Oh Gott, das, ich weiß dann direkt schon, was das als nächstes bedeutet, ne? Das heißt, Vader kann auch nicht so weit sein, ne? So, eine Sekunde. Ich wäre schon lange irgendwie so der Meinung, ein perfektes Star Wars Spiel ist, wäre irgendwie, weiß ich nicht, so ein Survival Horror Spiel, ne? Wo man irgendwie als ein Jedi spielt. Vielleicht so ein junger Jedi, ne? Und man muss von Darth Vader wegrennen, ne? So ein Schleichspiel halt, ne? Ach so. Mein Gott. Da war ein roter Schild, deswegen habe ich jetzt. Normalerweise sind die ja immer eine andere Farbe, ne? Deswegen habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Mal da durchzudüsen. Was auch immer da ist, ich mach schon mal kaputt. Ich hör was. Also irgendwie so ein Survival-Horror-Spiel, wo man irgendwie so schleichen muss, ne? Und ja, man Darth Vader ist sozusagen so wie dieses eine Alien-Spiel, Alien Isolation, ne? Muss vor Vader irgendwie hier die ganze Zeit wegrennen, ne? Können wir vorstellen, wäre ein sehr gutes Konzept. Aber er ist auch ein bisschen schwer umzusetzen, weil, weiß ich nicht. Vader hat ja die Macht. Und ich nehme an, der. Wenn der einen suchen will, finden will, dann kann er einen einfach mit der Macht irgendwie finden oder so, ne? Von daher. Gott, was ist das? Hi ho, hi ho. So. Wenn man hier Start drücken will, dann wird man jetzt hier sehen. So, ne. 95% habe ich da. Genau, nicht mehr so viele Charaktere fehlen, ne. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zielbelandeplattform umgeleitet. Mit den Sicherheitsprotokollen des Hangars stimmt was nicht. Die FVK scheint okay zu sein, aber die Außenbereichsüberwachung ist offline. Was geht hier vor? Könnte sich jemand in unsere Systeme gehackt haben? Ich hoffe, das ist keine Übung. Kann ich mit dir reden? Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr ist eine Untersuchung. Ja, vielleicht kann ich mit ihm reden. Der imperialen Sicherheitsbehörde. Sie sind die Geheimpolizei des Imperiums. Also zum ersten Mal hat man einen Offizier gefunden. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zielbelandeplattform umgeleitet. Ich nehme an, wir haben immer nur so Fußsoldaten gefunden bisher, ne? Also Scouts und Offiziere und so, ne? Du wirst mir Zugriff auf das Terminal geben.
Nein, ich kann nicht. Sie sind nicht autorisiert. Ich bin autorisiert. Sie machen keinen Fehler. Sie sind autorisiert. Zugang gewährt. Der gesamte Verkehr wird eine Untersuchung bis auf weiteres auf der Landeplattform umgeleitet. Wenn das eine ISB-Basis ist, was macht Bortan hier? Vielleicht arbeitet er für den imperialen Geheimdienst. Ich weiß nicht, warum ich hier so langsam gerade durchrenne, ne? Weiß ich nicht. Kann ich dich hypnotisieren? Und den so hypnotisieren? Also da geht's wohl. Das war's dann wohl mit meinem Schleichangriff, ne? Ja, dahin muss ich, ne? Wunderbar. Ein Kampf zwischen. Ich verstehe. Oh, sorry. Oder berechtigte Frage, habe ich noch Dings an? Hier die Großmeister, okay. Okay. Noch keiner Laden. Ah, sehr gut. So, also warte, ich check jetzt hier mal alles. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. 50%. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zero-Landeplattform umgeleitet. Oh, wie komme ich da hin? Oh, da. Aua. Aha. Bro. Meins. Bomber. Jetzt erste die Farben davon, mein Gott. Aber da kann ich doch bestimmt. Nee, das ist kein, das ist ein Fenster, ne? Untersuchen. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheit. Das ist Bordsjäger. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung. Da unten? Das Ding? Gut, wenn du was sagst. Stimmt, der hatte so ein Ding, das aussah wie so ein X-Wing, ne? Oh Gott, schaffe ich das? Nein. Oh, ich finde das immer so lustig, einfach nur so daran zu denken. So, was passiert, wenn man jetzt irgendwie? Stell dir mal vor, du bist einfach so ein Soldat, so ein random Soldat, und du siehst irgendwie wie so ein Jedi irgendwie direkt vor die Füße irgendwie voll mit dem Gesicht als erstes hier so aufknallt auf dem Boden. Kann ich einen Sim kriegen, Kumpel? Müsste irgendwie der witzigste aller Zeiten sein. Und dann ich gehe da hin und dann oder hoch. So, das Ding muss ich wieder aktivieren, ne? Aha. Oder so. Oh, dann muss ich das Ding wahrscheinlich dahin bewegen, ne? Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Oh, hier, für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zähne. Wie gesagt, checken wir erstmal direkt alles hier, ne? Damit ich hier das da drunter, ne? Wow. Hey, yo, was geht? Alter. Ich schieße jetzt. Was hat? Also langsam habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin verdammt gut in dem Spiel, ne? Aber ich kämpfe auch nur gegen normale Gegner hier gerade, ne? Okay. Da stand jetzt niemand. So. Halte sie auf. Ich will eigentlich den mit der Minigun erlegen. Oh, Flammenwerfer noch besser. Ja gut. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheit. Oh, der mit der Minigun ist weg. Der gesamte Verkehr wird für
eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Landeplattform umgeleitet. Ah, bringt's nicht. Spätestens jetzt hätte ich schon den Alarm irgendwie geringt, ne? So, was ist das hier? Abkürzung. Hier gerade sehr gechillt durch, habe ich so ein Gefühl, ne? Das ist eine Abkürzung, ne? Ja. Ich muss meinen Geist freimachen. Boah, muss ich mir jetzt die ganze Zeit anhören, ne? Komm schon, Kumpel. Na gut. Jetzt ist es noch sehr chillig. Ich sehe es also auf der Karte, ne? Das heißt, so sehen muss ich mich ja eigentlich nicht, ne? So, ich hätte gerne hier noch mal das hier, ne? Ich will den mit der Minigun da. Neben dem mit dem Flammenwerfer. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine Halte sie auf. Halte sie auf. Ja, geh auf den Druiden bitte. Jetzt habe ich den einen nicht. Warte mal. Wie kann ich den einen hier nicht treffen? Dann fällt hier hin. Boah. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Denn Weg zieht neuerdings alle Register. Kannst du es ihm verdenken? Der beschütze mich. Ich habe mich immer noch nicht entdeckt. Lass uns gemeinsam kämpfen. So, ich entdeckt. Für das Imperium. Ich hätte vielleicht erstmal ein Gespräch hier so zu Ende hören sollen. Hat. Ich habe die ganzen Gespräche abgebrochen. Ich wollte ihn eigentlich nur so schweben lassen. Ich dachte, er wird ja irgendwie so machen. Wir dürfen Bord nicht wissen lassen, dass wir ihm hierher gefolgt sind. Ja, ich glaube, das ist schon aus dem Fenster, ja. Ja, das ist ein bisschen zu spät. Auslöschungstruppler auf dieser Basis. Ich kann es immer noch nicht glauben. Lord Vader und die Inquisition müssen einen Verdacht. Vielleicht ist Commander Denwick mit seinen Intrigen zu weit gegangen. So oder so, das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Und mehr auch nicht. Was, wer hat das gesagt? Wie hat er jetzt? Warum hat er sich jetzt umgedreht? Hat er gehört irgendwie, wie ich mein Schwert ausgeholt habe oder was? Ein Terminal. Vielleicht ist Boat in der Datenbank. Boat ist definitiv hier. Er hat ein Zimmer in den Offiziersquartieren. Okay. Hey, ein Jedi. Ist ein Offizier? Oh Mann. Ha! 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 Oh ja, komm her. Schieß meine ganzen Dinger hier an die zurück. So, schieß. Ja, funktioniert. Nein, ich war doch schneller. Aua. Hat er direkt schon wieder eins eingesetzt?
Sorry. Nein, ich dachte, ich habe meinen zweiten Lichtschwerter ausgerüstet. Bock hat immer auf, mich zu packen. Boah. Zack. Boah. Ist er so? Ne. Okay, cool. Ich habe nur mitten im Kampf auf einmal gehört, so. Boah. Nein, da wollte ich nicht. Oh, sehr geil. Da waren wir jetzt zum Hacken. Da kann ich zwei von denen hacken. Ah. Aua. Mein Gott. Wir hätten gedacht, dass da irgendwie so ein Horrorraum ist. Boah. Wir müssen nach links gehen sollen, ne? Okay. Nur kommen wir vielleicht her. Ja, Stück. Okay, irgendwie kann ich ihn nur von hier. Jetzt macht den. Naja, der ist weg. Verdammt. Wenn man so ein Flammentruppler wäre, irgendwie voll stark. Wenn der durch den Park läuft. So, redet er jetzt? Jetzt redet er nicht mehr. Bringt das nicht so. Kämpfe mit mir. Halte sie du auch. Okay. So. Wenn man das Spiel raus hat, dann können die Kämpfe ganz schön cool aussehen, ne? Oh man, jetzt habe ich hier wieder. Warte mal, kann ich euch hier alle triggern vorher? Aua! Hey, yo. Aber ich kann mich nicht bewegen. Alter, ich habe extra zwei, drei Leute doch aktiviert, ne? Kannst du mal auf die losgehen? Ja, nun. Ja, okay, ist gut. Ja, okay, komm schon, Mann. Also ein bisschen unfair gerade. Er kann nicht die ganze Zeit hier seine blöden Dings hier spawnen. Spam. Seine blöden roten Angriff hier die ganze Zeit, Mann. Ja, voll unfair. Er hat die ganze Zeit diesen blöden Tritt da gespammt. Was soll ich denn da machen? Uns okay, irgendwie kann ich ihn von hier aus erreichen, aber den anderen nicht. Hilf mir. Das hier wird ein guter Kampf. Ja, ich weiß nicht, warum die auf einmal nach oben direkt schießen, aber okay. Kollege muss mal treffen, ne? Da. Ja.
So. Müssen wir noch mal. So, was zum... Ah, oh, da sehe ich jetzt ein Upgrade. Ha. Zerstören. Nein, nein, nein. Über meine AP. Ah, jetzt habe ich mir zu spät. Aber wir am Tanzen ist. Mein Gott, ey. Nein. Mach mal ein bisschen halb lang, ey. Haben die schon immer so viel Schaden gemacht, ey? Oh, ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Ich gehe jetzt hier hin, mein Gott. Gibt's doch nicht, Mann. Ich will ihn anvisieren, geht nicht. Oh nein, er kann hier rumlaufen. Sorry. Oh mein Gott, da kann er nicht runterlaufen. Ja. No, jetzt spammst du wieder das hier, ne? Ist klar. Ja, komm her. Egal wie billig das ist. Das kann ich nicht direkt kann. Na, hörst du mir? Ich glaube nicht, ne? Ach, verdammt. Ja. So, ich weiß nicht, warum das hier gerade so schwierig war, ne? Aber war es. Also haben wir jetzt einen Fähigkeitspunkt, den ich nicht mehr brauche, ne? Weil ich schon alle Sachen habe. Außer dass es ein HP oder ein Macht ab. Nein. Das werde ich. Das brauche ich leider nicht mehr. Also. So viel dazu. So, hier habe ich alles schon. Gut. Hm. Ach, das ist ja noch einer, ne? Ne. Wie lange brauche ich mal machen? Boah, Kollegen, ey. Oh, könnt ihr mal aufhören mit diesen Angriffen? So. Jetzt ja. So. Meine Güte, ey. Glaubst du, der Fakes steht? Oh. Okay, so. Lass mich ja fertig sein, das ist ganz schön nervig hier. Allein wegen dem Schrei, das ist schon wert. Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Okay. Oh. So wird's gemacht. Ist er denn? Spricht Commander Dan. Ich möchte hiermit als erster unsere Gäste der Inquisition willkommen heißen.
Wir sind dankbar, dass Lord Vader Interesse an unseren Operationen gezeigt hat. Das ist der Stützpunkt, Kommandant. Dass diese Behörde für das Imperium unverzichtbar ist. Wahrscheinlich schon wieder jemand, den ich kennen sollte, ne? Informationen unserer Behörde werden wir sie. Bleiben Sie immer aufmerksam und wachsam. Wir sind die imperiale Sicherheitsbehörde. Da oben ist er. Sind die Augen des Imperiums. Aber ich hätte den einen Typen hypnotisieren können, aber jetzt kriege ich doch wieder nicht. Aber ich sehe da. Ne, da ist einfach nur eine Reflexion. Ich dachte, da wäre wieder so ein Upgrade. 7,7. So, kann ich irgendjemanden hier? Komm schon. Ich will da nicht runter. Ich würde ehrlich gesagt lieber jemanden hypnotisieren erstmal. Aber geht nicht, ne? Weg. Gar konnte ich einen hypnotisieren, als er da runtergelaufen ist. Was denn? So, das ist dieser eine Ausweichdingens. Ja, will ich nicht einsetzen. So, ich muss da runter, ne? Gut ist, ich sehe viele Orte, wo man Leute runterschmeißen kann. Okay, kann ich ja vielleicht irgendwie eine Abkürzung oder so erstmal öffnen oder irgendwie sowas? Los geht's. Was habe ich da gerade gemacht? Warum sollte ich das machen? Ja, du kannst mal vergessen, dass ich gegen dich normal kämpfe. Kannst mal so was von vergessen, dass ich auf normalerweise gegen dich kämpfe. Ich kann ihn da nicht runterschmeißen. Natürlich kann ich das nicht. Warum soll ich das machen, ey? Du hilfst mir. Au! Ah! Bock gegen diese Viecher zu kämpfen. Kämpfe mich. Du auch. Verteidige mich. Gut gemacht. Ah, muss ich ausgerechnet gegen das Viech hier schon wieder kämpfen. Der sperrt jetzt hier die ganze Zeit seine roten Angriffe, ne? Hilf mir bitte! Nein! Ich will ihm seine Granaten auf den werfen. Hilf mir, gefällt's, Kollege! Nein! Das gibt's doch nicht, Mann! Du, hilf mir, gefällt's! So! Ich weiß, ich kämpfe gerade voll feige, aber ist mir sowas von egal. Ja, genau deswegen. Na, komm mal her. Na, nur du und ich. Oh, jetzt spammst du wieder deinen eigenen Angriff, ne? Ja, boah. Oh man, das war jetzt die erste Welle. Cool. Oh mein Gott, ich bin sowas von tot. Deine Kräfte machen mir keine Angst. Oder auch nicht. Was zum... Ach komm schon. Ach komm schon. Soll ich mich nicht normalerweise heilen nach einer Zeit? Ja, ich tue mich sogar ein bisschen ein. Sehr gut. Wie lange heile ich mich noch? Boah, ich hätte den voll da runterschmeißen können, Mann. Hm.
Guck mal, wie viel ich gehalten. Da habe ich aber keine Heilung. Eine Falle war? Wir kommen erst an Bord ran, wenn wir diesen Stützpunktkommandanten finden. Ja, ich habe ihn gefunden. Da oben war er. Er war doch gerade da oben irgendwo. Da. Boah, was ist da für eine Alarmsirene? Oh. 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 So. Mir sagt mir, ich war am Meditationspunkt, meine Abkürzung zum Meditationspunkt zurück. Oh. Oh. Als würde eine Sirene irgendwie am Hilfe schreien. Oh. Kann den Lift hier nicht benutzen. Boah. Ja, ich brauche irgendwas zum Heilen. Tue ich mich immer noch heilen? Nee. Ich nehme mal nur so lange, bis man irgendwie wieder grüne AP hat oder so. Oh ja, warte, da. Das habe ich vorhin schon gesehen. Aber ich bin ausgeblendet. So, ich. Wir haben den Eindringling aus den Augen verloren. Melden Sie Identifizierung ans Zentralkommando. Oh Mann. Mit all den Auslöschungstrupplern in der Basis kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wenn ich jetzt nicht gleich Dings finde, ne, dann wird das nicht sehr schön. Aber vielleicht muss ich noch mal gegen diese Gruppe von Gegnern gleich kämpfen. Nein, die wissen, wer ich bin. Warte mal, komme ich da wieder zurück? Gott, wo ist denn der letzte Meditationspunkt, Mann? Warte. Ist das eine Abkürzung? Ja. Muss mal jede Abkürzung hier freischalten. So. Wo bin ich nun? Ich wusste, erstmal muss ich mich umschauen, ne? Damit alles hier viel chilliger. Okay, boom. Ja, jetzt kann das Erkunden weitergehen. So habe ich halt in meinen Dark Souls gemacht hier. Im ersten Teil. Also in den alten 10 Teilen, die ich gespielt habe. Ich bin immer. Habe immer erst versucht, die Abkürzungen freizuschalten. Und das nächste betreten der. Okay, genauso wollte ich das machen. Damit das nächste Betreten des Gebiets hier einfacher wird. Weil ich halt ja. Ich dann eine Abkürzung freischalte. So habe ich dann auch immer mit den Schatztruhen gemacht. Ne? Die Schatztruhen, die sind ja. Die bleiben ja geöffnet. Ne? Das heißt, wenn du einfach irgendwo in ein Gebiet reinstürmst, wo die Gegner zu stark sind und trotzdem die Schatztruhe einsammelst, dann. Ja, dann stirbst du zwar, aber du hast die Schatztruhe eingesammelt, also war es das schon wieder wert, ne? Ja, selbst wenn du dann stirbst, ne? Die Schatztruhe wurde eingesammelt, also das ist so meine Logik, ne? Abregelung durch Elektronenwände aktiviert. An das gesamte Personal. Abstand halten. Ich muss einen anderen Weg finden. Aber ja, na klar. So. Ja, oh. Ich habe gehört. Ach komm schon, Mann. Da sehe ich so aus, als würde ich da kämpfen wollen. Ah! Hallo? Was ist denn hier gerade passiert? Ja, er kann einfach so durch die Dinger da durchlaufen und ich nicht, oder was, ne? Bekommt davon Schaden, ist klar. Muss sein, ne? Oh, warte mal, hey. Ja, irgendwas sagt mir, ich möchte hier nicht kämpfen.
Oh Mann. Oh. Na danke. Das ist ja voll unfair, ne? Ah. Okay, ganz ruhig, Kollege. All diese Tricks, die du gelernt hast, sind nichts im Gegensatz zu der Macht. Wenn ich mich hin muss, da anscheinend. Boah, kannst du mal hier weg? Ich tue die ganze Zeit hier die Waffen wechseln, aber funktioniert ja einfach gar nicht. Ah, was zum... Wer war das? Eine Granate. Boah, Leute. Boah, er geht mir auf den Nerven gerade, ne? Was ist das? Aber oh, ich werde jetzt nicht von denen ehrlich, oder? Also, was hier? Lass uns gemeinsam kämpfen. Wir haben du ihn. Und jetzt haben wir ihn. Jetzt kommst du ihn. Meine Güte, ey. Ich habe mir jetzt schon wieder schwerer gemacht, als sein sollte. Wo kann mal jemand den Alarm abstellen? Verriegelt. Nein, sind nicht. Hab ich doch schon. Ach, da war... Ich vergesse mal Waffen, Druidenlackierung und ja, Druidenlackierung. Sind immer zwei verschiedene Sachen, ne? Ach ja, warte mal. Jetzt hat der Aufzug hier. Ja. Ja, ich will ihn aber nicht benutzen, ich will ja hoch. So. Wer tut mir sowas hier? Fordere Verstärkung an. Meldung an Zentralkommando. Wer tut mir so eine Art Sicherheitssystem im Packen? Sorry, aber ich werde ja nicht gegen euch kämpfen. Also was hier? Ich werde gar nicht gegen euch kämpfen. Ja, voll Bullcrap hier, hallo? Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Nee? Okay, dann verbisse ich mich. Ah! Okay, so viel dazu. Oh, nicht fair. Ernsthaft, hier soll ich kämpfen? Wir machen das Ding auf dem Rückweg nicht Schaden. Ah. Oh. Au. Hey, Kumpel, stimmt. Ich kann nicht mehr weiter. Oh, ich kann das nicht. So, komm her. Ja, Ball auf ihn, sehr gut. Ja, ist doch voll Bullcrap, hallo? Du willst mich beschützen. Ich brauch Hilfe. Ja, für ein blöder, unfairer. Kannst du mal frei, ne? Ja, super. Hat sogar funktioniert. Was? Wie soll ich denn gleichzeitig die Dinger ja ausweichen? Gegen ihn erkämpfen, ey. Das ist ja nicht so, als wenn die auch voll einfach zu erledigen oder so, ne? Na komm schon. Boah. Kann ich
Oh mein Gott. Ja, ganz schön nervtötende Gegnerkonstellation. Meine Güte. Ist noch irgendjemand am Leben? Hallo? Jetzt stehe ich so gleich hinter ihm so. Hey yo! Du hast mich gerufen? Ich hätte erwartet, ich würde euch zuerst gefesselt an einem Verhörstuhl kennenlernen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ein wenig schräg, oder? Geht jetzt ans Funkgerät und beendet den Alarm. Sonst was? Ihr seid ein Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und wozu nicht? Los ans Funkgerät. Jetzt. Ich bin moderner Jedi. Der Jedi wurde neutralisiert. Alle Einheiten zurück in Bereitschaft. Jetzt zufrieden? Ich will zu Bord Akuna. Wie habt ihr diese Basis gefunden? Das ist ein Nachname? Ein Peilsender in Bords Schiff. Ah, wie ungewohnt nachlässig. Seinen Berichten zufolge seid ihr euch seit Coruscant näher gekommen. Sie befallen ihm, mein Team zu infiltrieren. Korrekt. Bode ist bereits eine ganze Weile meine Waffe. Eine effektive. Anders als die gepanzerten Abscheulichkeiten der Inquisition. Dann ist das also wahr. Sie ist tot, ist allein ihrer Schuld. Nein. Die Jedi-Operation ist nach Hona. Das Imperium hat das Archiv verbrannt. Angeführt von Darth Vader. Lord Vader? Ich muss das beenden, solange ich noch kann. Versteht ihr nicht? Brod hat euch hierher gelockt, um mich zu vernichten. Sie kommen. Ich bin ein toter Mann. Oh, das hat mir gefallen. Ja. So fühlt sich an, so an jemanden zu töten. Was? Seid ihr noch dunkler geworden? Ja, wie es aussieht, bin ich hier zum Kommandanten. Ne, was war er? Offizier. Warte, Kommandanten. Ja, ich wurde zum Kommandanten befördert anscheinend. Sehr gut. Alles klar, cool. So, ich kann mein Lichtschwert nicht ziehen. Kann ich irgendwo speichern? Ich wollte eigentlich meinen Part jetzt gerade beenden, aber sieht so aus, als wäre ich gerade hier wieder voll in der Action drin, ne? Also gefunden. Kann ich... Ja, aber das... Was ist denn? Kann ich dich halt nicht... Okay. Was auch immer hier ist, ich kann hier nichts machen. Lass mich mal kurz hier ein Ding machen. Damit ich das nicht vergesse beim nächsten Mal. Ja, ich kann scannen. Hier kann ich scannen. Offiziersuniform. Ich finde die Offiziersuniform sieht schick aus. Star Wars. Dieser. Super Kumpel. Ah, ich wünschte, hätte ich ein bisschen. Ich wünschte wirklich, das hätte ich ein bisschen früher gehabt. Aber gut, jetzt habe ich das auch. Ne? Ich wollte schon sagen, bestimmt kriege ich irgendwann auch so ein Upgrade für. Für meine Karte hier. Mir schon irgendwann so gedacht. Ah, kann ich das hier aktivieren? Er muss erst an uns vorbei, um zu seinem Chef zu kommen. Beeilen wir uns. Ja, der hat jetzt keine Chance. Weil ich bin jetzt Kommandant. Wenn er uns verraten hat, habe ich hier mal. Oh, da muss ich sogar hin. Während er uns verraten hat, habe ich hier an meiner Karriere gearbeitet. Schau jetzt an, wo ich bin, Kollege. So, ich kann übrigens auch nicht springen oder rennen oder mein Lichtschwert ziehen oder irgendwie sowas, ne? Kommandanten können nicht springen anscheinend, ne? Okay. Mein Cardio hier verbessern.
Ja. Okay, weiß jetzt der Plan von Kell, sich irgendwie so als Kommandant zu verkleiden. So, ah, wird schon klappen. Ich nehme an, die Leute würden irgendwie, obwohl das funktioniert oft, ne? Leute tun sich. Falls dich jemand sieht, fliegt unsere Tarnung auf. Also ja. Wie soll denn das überhaupt funktionieren? Der Typ hat sich gerade hier auf so ein Holo-Dingen gezeigt, ne? So, hey, hör mal hier, ich bin ja der Kommandant von dieser Bude, ne? Jetzt kommt Kelly einfach so, so, ja, ich hab hier, ich bin der Ersatz, ne? Oh, war keinen Sinn, Mann. So, nun, ich dachte, ich muss hier reden. Muss ich hin, kann ich jetzt durch all die geschlossenen Türen hier durchgehen? Da muss ich hin, glaube ich. Wie gesagt, ich will erstmal. Ich will eigentlich jetzt hier so einen Speicherpunkt finden. Aber sehr, wenn ich hier runterlaufe. Geht nicht. Verdammt. So eine Uniform sterbe Animation haben sie nicht eingebaut, nehme ich. Ich weiß jetzt aus irgendeinem Grund, wie man das Ding abstellt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh nein, gefällt mir jetzt schon nicht. Wo verhören Sie den Jedi? Hallo Leute. Möchtest du versuchen, ob du etwas aus ihm herausbekommst? Richtig. Erhalten Sturmtruppler ein Resistenztraining, von dem ich nichts weiß? Das ist nur was für Idioten. Ja, das ist genau mein Problem damit. Hallöchen, meine Mitimperialen. Wie geht's, wie steht's, na? Na? Immer schön wach halten, ne? Guter Sturmtruppler. Versucht's nochmal. Vielleicht verhört er gerade den Jedi. Meinst du, der lebt noch? Denweg sagte neutralisiert, nicht tot. Ja, stimmt. Aber lebend sind die nicht leicht zu erwischen. Ja, ja, die Jedis, die haben es ganz schön drauf. Die sind ganz schön verlogen, ne? Ja, müsst ihr aufpassen, Leute. Immer schön auf der Hut bleiben, ne? Ja, hallöchen, wie geht's, wie steht's, na? Immer schön deiner Arbeit hier nachgehen, ne? Ich die Offiziersquartiere. Ein neuer Rekrut, nehme ich an. Richtig. Tja, es spricht nicht für dich, dass du so wenig auf deine Umgebung achtest. Und jetzt verschwinde. Ich bin ganz Offizier. Ganz Offizier. Danke für den freundlichen Empfang. Noch ein Wort und ich melde dich wegen Insubordination. Also ich meine hier diese blauen Dinger, ne, an der Brust. Die tun doch irgendwie so immer anzeigen, wie hoch der Rang ist, ne? Ich habe 4 von diesen Dingern, du hast 2. Würde das nicht bedeuten, ich bin ganz offensichtlich ein höherer Rang als du? Was soll diese... Leute. Fähigkeit, boah. Ja, ich glaube, ich tue hier mal ein bisschen überziehen dann, ne? Oder ich sollte in 2 Parts einteilen, ne? Machen wir halt so. Ich bin mir ziemlich sicher, die Farben und die Anzahl von den Dingern da zeigen irgendwie an, was für ein Rang man ist, ne? Ich will mit deinesgleichen nichts zu tun haben. Hier so Admirale wie Thrawn und so, die haben irgendwie so alle möglichen Farben, ne? Die haben so Rot, Gelb und Blau, ne? Die Inquisitoren in ihrem eigenen Spiel übertrumpfen zu wollen. Lass unsere neuen Gäste das bloß nicht hören. Gäste. Sie überwachen uns. Oh, natürlich. Und vor allem, da ist doch die Uniform von dem Kommandanten. Also muss es ja eine. Muss es ja irgendwie so eine Anzeige sein, so im Sinne von. Ich bin ein höherer Kommandant, ne? Das ist ja die Uniform von dem, oder? Oder haben wir uns einfach so eine random irgendwie ausgesucht? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe einen Termin. Und worum geht es bei diesem Termin? Um dem Eindringling. Wir glauben, der Eindringling war nicht allein. In meiner Schicht ist niemand rein oder rausgekommen. Ich muss einen Sicherheitsdruiden rufen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Macht Schickt einen Sicherheitsdruiden runter. Ist das nur... Lassen Sie mich sofort durch. Wollte schon das sagen. Das geht nicht. Nicht ohne Sicherheitsfreigabe. Doch, das geht. Lassen Sie mich durch. Ich hätte vielleicht dann bedrohen lassen. Weil Kell irgendwie jetzt eine edgy ein gutes Phase Wort hat, ne? Denweg. Ja, Sie können passieren, Officer. Ich hätte vielleicht eher bedrohen lassen, ne? Weil irgendwie Kerl irgendwie jetzt hier auf die dunkle Seite überläuft wahrscheinlich. Hey Kumpel. Sei auf alles gefasst. Okay. Oh. Ist da am Rumfliegen. Was ist das? Irgendwie so komische Lichteffekte, was zum.
So. Oh, die Offiziersquartiere, da wird er gleich drin sein, ne? Häng dich rein. So, tun wir mal Boot einschüchtern mit unserer Beförderung, ne? Er ist nicht hier. Sehen wir uns um. Er hat die ganze Zeit Informationen über uns gesammelt. Dieser Sack. Da hat sich auch eine coole Couch hier zugelegt. Und ich dachte, das soll der Todesstern sein. Aber der Ring bewegt sich irgendwie mit. Dieser verlogene. Na komm, jetzt spiele ich aber weiter. Mein Gott. Ja, am besten nehmen. Natürlich erstmal hier während der. Wir sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. Im Feindquartier hier ein Nickerchen machen, ne? Hey, Kata. Ich werde bald zu Hause sein. Kann's kaum erwarten, dich zu sehen. Ich bringe dir auch etwas Hübsches mit. Oh, dann werden wir seine Tochter treffen gleich. Und dann werden wir irgendwie voll Sympathie für ihn haben und so. Müsst ihr eigentlich auch erleben, ne? So. Okay. Was anderes übersehen? Hier. Mama. Es ist okay, mein Schatz. Ich weiß. Nur du und ich, Kata. Hm? Nur du und ich. Boots Tochter. Und meine Verbrechen. Und ihre Mutter. Hey, BD. Ich nehme an, er hatte seine Gründe dann, ne? Vergeben und vergessen, das ist der Weg der Jedi, ne? Ein Datastick. Sieht uralt aus. Meiner. Mal sehen, was drauf ist. Einfach geklaut. Na, haben wir ja alles? Ich glaube ja, ne? Was hat hier? So den Daten des USB-Stick. Das ist das Holo, das Dagen sich angesehen hat. Da ist gerade die Tür aufgegangen. Entschuldigung. Ich. Du hast mich erschreckt. Du musst Kata sein. Ich bin Kerl. Und das ist PD1. Schön, dich kennenzulernen. Wo ist dein Vater, Kata? Er sagte, ich soll packen gehen. Du arbeitest nicht hier, oder? Nein. Du bist die Erste, die das erkannt hat. Bist du wirklich ein Jedi? Ja. Das bin ich. Ich muss weitermachen. Ich finde meine Mookie-Puppe nicht. Tja, dann helfen wir dir suchen. Sie muss für die Verbrechen ihres Vaters büßen. Das Mookie? Sieht mir ähnlich, oder? Ein wenig. Ich habe ihn von meiner Mama. Kata. Hat dein Vater dir gesagt, wohin er dich bringt? Es sollte eine Überraschung werden. Aber du warst früher hier, als ich erwartet hatte. Komm her, Kata. Papa, was ist los? Das ist mein bester Freund. Wir haben gestritten, aber das lässt sich klären. Oder, Kerl? Da ist ja Mookie.
Also ich sehe gerade eine ganz einfache Lösung, ne? Einfach Machtgriff auf das Mädchen. Problem gelöst. Tja. Wie hast du die Auslöschung überlebt? Der Rat hat einige von uns in den Klonkriegen dem Geheimdienst zugewiesen. Mit dem, was ich dort gelernt habe, bin ich verschwunden. Ich habe mich versteckt. Konnte niemanden trauen. Kommt dir das bekannt vor? Genau. Aber dann traf ich eine unglaubliche Frau. Deine Mama. Eines Tages war ich mit Katha Besorgung machen. Dann kam die Nachricht. Komm nicht nach Hause. Inquisitoren. Sie suchten nach mir. Meine Frau verschaffte uns Zeit zur Flucht. Ich konnte nicht ewig weglaufen und schloss einen Handel. Denwig versteckt uns, solange Papa nützlich bleibt. Du hast uns von Anfang an belogen. Tennelor war ein Ausweg für beide unserer Familien. Aber du wolltest es dem versteckten Pfad geben. Einem Haufen von Fremden. Und du wolltest tausende unschuldige Leben opfern, nur um dich selbst zu retten. Du bist ein Monster, Baut. Nein. Ich bin ein Vater. Als ich sie zum ersten Mal hielt, sah ich die gesamte Galaxis in ihren Augen. Du kannst das nicht verstehen. Dafür verstehe ich Verrat. Und dass du mich hergelockt hast, um diese Basis auszuschalten. Richtig? Tja. Das Imperium zu bekämpfen, macht dir keiner nach. Lauf, Katar, lauf!